Das Stralsund-Museum stellt Ihnen im Rahmen der Reihe Museum auf der Straße eine vielfältige Auswahl an Objekten vor, die auf Litfaßsäulen in der ganzen Stadt zu sehen sind. Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der Ausstellung. Wenn Sie an einem Exponat Gefallen finden, können Sie sich über den QR-Code auf den Plakaten weitere Informationen einholen. Möglicherweise sind ja auch Sie genau auf diesem Weg auf das Video gestoßen, in dem ein wahrer Schatz der Hansestadt vorgestellt wird. Die Goldschalen von Langendorf. Diese beiden Schalen aus dünnem getriebenen Gold zählen zu den kostbarsten Exponaten der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung des Stralsund-Museums. In den 1890er Jahren hat sie ein Feldarbeiter auf einem Acker in Langendorf gefunden, etwa 7 Kilometer von Stralsund entfernt. Der Finder nahm die Schalen mit nach Hause und übergab sie seiner Frau. Die stellte sie nach draußen auf die Fensterbank und nutzte sie als Blumentöpfe. Als ihn dann nach Jahren die Witterung nichts anhaben konnte, wurde das Ehepaar stutzig und sie fragten den vielbelesenen Lehrer ihres Kindes. Und der bestätigte ihren Verdacht. Es handelte sich um hochwertiges Gold. Der Lehrer erkannte auch, dass dieser Fund in ein Museum gehört. Dr. Rudolf Bayer, der erste Stralsunder Museumsdirektor, wurde hinzugerufen und ihm war sofort klar, dass es sich um sehr alte Schalen handeln muss. Dem glücklichen Finder zahlte er den damaligen Goldpreis von 460 Mark. Das entspricht heute etwa 3000 Euro. Ganz schön viel Geld für zwei vermeintliche Blumentöpfe. Die beiden dünnen Goldschalen wiegen etwas über 380 Gramm und sind prächtig gearbeitet. Sie stammen aus der Bronzezeit und sind über 3000 Jahre alt. Ihre Verzierung besteht aus umlaufenden, gepunzten Ornamenten. Eine Punze war eine Art Stempel, die mit Hilfe eines kleinen Hammers in das dünne Gold getrieben wurde. Vermutlich handelt es sich bei diesen Punzen um eine Sonnensymbolik. Bei der Bergung waren beide Schalen ineinander gestellt und in der Nähe der Fundstelle befinden sich Hügelgräber, die vermuten lassen, dass die Schalen aus einem Grab stammen. Vermutlich wurden sie zuletzt in der Totenzeremonie als Trinkschalen verwendet.